Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat A2. Fit. Übungs- und Testbuch. Einheit 1. Hören Teil 1. Du hörst 5 kurze Texte. Du hörst jeden Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Aufgabe 1. Hallo Leute, es ist wieder soweit, eure Sendung von 5 bis 6 bei Radio Regenbogen. Im Zentrum steht heute das Thema Schule. Langweilig? Nicht mit euch. Wer hat interessante Ideen? Was macht die Schule spannend? Und hier haben wir Lars am Telefon. Lars will etwas zum Thema Hausaufgaben sagen. Also, ich gehe ins Goethe-Gymnasium und da haben wir einen tollen Hausaufgabenservice. Die Schüler im Computerkurs sammeln alle guten Hausaufgaben. Wenn du eine Hausaufgabe suchst, schau im Online-Katalog. Vielleicht ist etwas dabei. Wer keine Hausaufgaben geschickt hat, bekommt auch keine von uns. Du kannst nur dann etwas bekommen, wenn du selbst auch schon etwas geschickt hast. Es funktioniert prima. Hallo Leute, es ist wieder soweit. Eure Sendung von 5 bis 6 bei Radio Regenbogen. Im Zentrum steht heute das Thema Schule. Langweilig? Nicht mit euch. Wer hat interessante Ideen? Was macht die Schule spannend? Und hier haben wir Lars am Telefon. Lars will etwas zum Thema Hausaufgaben sagen. Also, ich gehe ins Goethe-Gymnasium und da haben wir einen tollen Hausaufgabenservice. Die Schüler im Computerkurs sammeln alle guten Hausaufgaben. Wenn du eine Hausaufgabe suchst, schau im Online-Katalog. Vielleicht ist etwas dabei. Wer keine Hausaufgaben geschickt hat, bekommt auch keine von uns. Du kannst nur dann etwas bekommen, wenn du selbst auch schon etwas geschickt hast. Es funktioniert prima. Aufgabe 2. Habt ihr noch ein Vokabelheft? Ich nicht. Ich lerne und trainiere jetzt neue englische Wörter mit dem Smartphone. Kein Geld? Kein Problem. Das Programm kann man kostenlos im Internet finden. Es ist super einfach und die Übungen machen richtig Spaß. Damit kann ich sogar im Bus lernen. Habt ihr noch ein Vokabelheft? Ich nicht. Ich lerne und trainiere jetzt neue englische Wörter mit dem Smartphone. Kein Geld? Kein Problem. Das Programm kann man kostenlos im Internet finden. Es ist super einfach und die Übungen machen richtig Spaß. Damit kann ich sogar im Bus lernen. Aufgabe 3. Die Abiturklasse in Kaiserswerth plant für die Themenwoche zum Ende der Schulzeit etwas Witziges. Tanz und Musik im Pausenhof. Es gibt dann keine Pausenklingel. Wenn die Musik anfängt, rennen alle in den Hof und tanzen.
Am letzten Tag tanzen alle zusammen den Harlem Shake. Also alle Schüler, Lehrer und der Rektor. Das wird lustig. Die Abiturklasse in Kaiserswerth plant für die Themenwoche zum Ende der Schulzeit etwas Witziges. Tanz und Musik im Pausenhof. Es gibt dann keine Pausenklingel. Wenn die Musik anfängt, rennen alle in den Hof und tanzen. Am letzten Tag tanzen alle zusammen den Harlem Shake. Also alle Schüler, Lehrer und der Rektor. Das wird lustig. Aufgabe 4. Achtung bitte, eine Durchsage an alle Schülerinnen und Schüler. Wie ihr wisst, hat unsere Schule seit diesem Jahr einen Fanclub für alle, die unsere Schule besuchen oder besucht haben. Für den Club suchen wir ein Symbol, ein Logo. Dafür machen wir einen Zeichenwettbewerb. Bitte schickt eure Ideen an das Sekretariat per Mail. Für die besten Ideen gibt es tolle Preise. Schaut euch das Plakat im Pausenhof an. Dankeschön. Achtung bitte, eine Durchsage an alle Schülerinnen und Schüler. Wie ihr wisst, hat unsere Schule seit diesem Jahr einen Fanclub für alle, die unsere Schule besuchen oder besucht haben. Für den Club suchen wir ein Symbol, ein Logo. Dafür machen wir einen Zeichenwettbewerb. Bitte schickt eure Ideen an das Sekretariat per Mail. Für die besten Ideen gibt es tolle Preise. Schaut euch das Plakat im Pausenhof an. Dankeschön. Aufgabe 5. Hallo Sabrina, hier ist Nina. Wir haben morgen die Lerngruppe für Geografie. Leider kann ich nicht kommen, weil ich Grippe und 39 Fieber habe. Ich habe mein Thema schon fertig vorbereitet. Wenn du willst, kannst du alles vorher bei mir abholen. Dann könnt ihr weitermachen. Ruf mich an. Tschüssi. Hallo Sabrina, hier ist Nina. Wir haben morgen die Lerngruppe für Geografie. Leider kann ich nicht kommen, weil ich Grippe und 39 Fieber habe. Ich habe mein Thema schon fertig vorbereitet. Wenn du willst, kannst du alles vorher bei mir abholen. Dann könnt ihr weitermachen. Ruf mich an. Tschüssi. Einheit 1. Hören Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Welcher Lehrer unterrichtet welches Fach? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an.
Beispiel. Na, wie war der erste Tag? Wer ist euer Klassenlehrer? Ach, ganz gut. Herr Kuhn, unser Mathelehrer, ist dieses Jahr auch unser Klassenlehrer. Das war das Beispiel. Höre nun den Text. Habt ihr in Deutsch wieder Frau Müller? Nein, leider nicht. Wir haben Herrn Schmidt. Oh je, der ist doch so streng. Und in Französisch? Wen habt ihr da? Ich hab doch dieses Jahr kein Französisch. Aber in Biologie haben wir die neue, Frau Sommer. Die sieht nett aus. Habt ihr die auch? Ja, ich hab sie aber noch nicht gesehen. In Kunst haben wir den verrückten Charlie. Meinst du Herrn Karl? Den mit dem Ohrring? Ja, ja. Ich glaube, die ganze Schule hat ihn. Er ist mehr Künstler als Lehrer. Macht nichts. Der ist immer gut. Immer noch besser als Frau Vogel, die Musiklehrerin. Spiel doch ein Instrument, das mag sie. Gitarre vielleicht? Nee, dann trainiere ich doch lieber für Fußball. Im Sport haben wir nämlich wie immer Herrn Seiper. Ich bin so froh. Verstehe. Sport und Fußball, das ist dein Leben. Wen habt ihr denn in Chemie? Das wissen wir noch nicht. Na, ich denke eher, da hast du wohl nicht aufgepasst. Schläfst du schon am ersten Schultag? Einheit 1. Hören Teil 3. Du hörst 5 Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Aufgabe 11. Na, mein Junge, du bist ja jetzt auf dem Gymnasium. Macht dir die Schule Spaß? Geht so, Oma. Pausen und Ferien sind das Beste. So, so. Sag mal, hast du ein Lieblingsfach? Früher hatten dir doch Geschichte und Englisch Spaß gemacht. Ist das immer noch so? Nein, nicht mehr. Alles, was mit Mathe zu tun hat, finde ich toll. Für Fächer wie Sprachen muss man einfach zu viel lernen. Aufgabe 12. Ja? Hi, Anna. Ich habe vergessen, was wir in Englisch für Hausaufgaben haben. Sollen wir das Lied lernen, den Brief schreiben oder Grammatik machen? Weißt du das noch? Also, wir sollen die Wörter aus dem Lesetext lernen. Wir schreiben bald einen Test. Okay, danke, Anna. Aufgabe 13. Ach, der Bus hatte Verspätung und ich bin schon wieder zu spät in die Schule gekommen. Fahr doch mit dem Fahrrad. Darf ich nicht, das ist zu gefährlich. Ich habe Glück. Ich wohne nicht weit und gehe immer zu Fuß. Aufgabe 14. Bitte, wo ist das Lehrerzimmer hier? Also, da gehen Sie hier rechts, dann die Treppe hoch, nach links. Und da ist es gleich die erste Tür, Zimmer 103. Im ersten oder zweiten Stock? Gleich im ersten Stock. Dankeschön. Aufgabe
Aufgabe 15. Ich freue mich schon auf den Schulausflug. Letztes Jahr hatten wir ja ein Schloss besucht. Das war ziemlich langweilig. Aber auf morgen freue ich mich echt. Ja, ich auch. Wir wandern zum See. Aber nur, wenn das Wetter gut ist. Bei schlechtem Wetter gehen wir ins Schwimmbad. Was ist dir lieber? Also, ich hoffe, dass die Sonne scheint. Genau. Dann machen wir auch ein Picknick am See. Einheit 1. Hören Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben. Beispiel. In unserer Sendung Meinungen haben wir heute Lena zu Gast. Guten Tag, Lena. Guten Tag und danke schön, dass Sie mich eingeladen haben. Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Lena, erzähl uns etwas über deine Schule. Du gehst in eine Ganztagsschule in Berlin. Den ganzen Tag Schule. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Ja, so denkt man am Anfang. Aber keine Angst. Das bedeutet nicht, dass wir nur lernen. Wir haben nicht mehr Schulstunden als andere Schüler auch und natürlich lange Pausen. Aha. Wie sieht denn nun so ein normaler Schultag aus? Also, nehmen wir zum Beispiel Montag. Da habe ich zuerst Mathe-Leistungskurs, dann Deutsch und Musik, 20 Minuten große Pause, danach Physik und dann Biokurs. Nochmal 10 Minuten Pause und letzte Stunde Geschichte. Dann ist von 1 bis 2 Mittagspause. Wie ist das denn mit dem Mittagessen? Bringt jeder etwas von zu Hause mit? Nein, wir haben eine Schulküche. Da bekommen wir warmes Essen. Das schmeckt meistens ganz gut. Wer das nicht will, kann etwas von zu Hause mitbringen oder vom Schulkiosk etwas kaufen. Und am Nachmittag geht der Unterricht weiter? Montag haben wir noch eine Doppelstunde Kunstunterricht, am Dienstag Sport und Donnerstag ist Englischtheater. Das macht Spaß. Und wie macht ihr das mit den Hausaufgaben? Meistens machen wir von 3 bis 5 Uhr in kleinen Gruppen Hausaufgaben. Wenn wir Fragen haben, hilft uns ein Lehrer. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Dankeschön, Lena. Und jetzt geht es weiter mit Musik. Beispiel. Zu Gast. Guten Tag, Lena. Guten Tag und danke schön, dass Sie mich eingeladen haben. Das war das Beispiel. Höre nun das Interview. Lena, erzähl uns etwas über deine Schule. Du gehst in eine Ganztagsschule in Berlin. Den ganzen Tag Schule. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Ja, so denkt man am Anfang. Aber keine Angst. Das bedeutet nicht, dass wir nur lernen. Wir haben nicht mehr Schulstunden als andere Schüler auch und natürlich lange Pausen. Aha. Wie sieht denn nun so ein normaler Schultag aus? Also, nehmen wir zum Beispiel Montag. Da habe ich zuerst Mathe-Leistungskurs, dann Deutsch und Musik, 20 Minuten große Pause, danach Physik und dann Biokurs. Nochmal 10 Minuten Pause und letzte Stunde Geschichte. Dann ist von 1 bis 2 Mittagspause. Wie ist das denn mit dem Mittagessen? Bringt jeder etwas von zu Hause mit? Nein, wir haben eine Schulküche. Da bekommen wir warmes Essen. Das schmeckt meistens ganz gut.
Wer das nicht will, kann etwas von zu Hause mitbringen oder vom Schulkiosk etwas kaufen. Und am Nachmittag geht der Unterricht weiter? Montag haben wir noch eine Doppelstunde Kunstunterricht, am Dienstag Sport und Donnerstag ist Englischtheater. Das macht Spaß. Und wie macht ihr das mit den Hausaufgaben? Meistens machen wir von 3 bis 5 Uhr in kleinen Gruppen Hausaufgaben. Wenn wir Fragen haben, hilft uns ein Lehrer. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Dankeschön, Lena. Und jetzt geht es weiter mit Musik.